Ui, weg. Komm mit. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Sieht aus, als sei meine Mutter gewitzter gewesen, als ich dachte. Ich frage mich, was sie versteckt hat. Das war so klar, dass die Skelette kommen. Erwischt und tschüss. So, okay, Licht haben wir schon mal, das ist schön. Ach, setzen wir uns erstmal hin, dann trinke ich erstmal einen Schluck. Der schaut jetzt nicht so. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ja, kann man jetzt erstmal kurz was trinken? Hallo? Okay. Wir sind fast am Ziel. Ja, ich bin jetzt senil, du hast schon mal oft genug gesagt. Und jetzt? Oha, oha. Los, Bruder! Was ist das? Ja. Oh, die haben aber immer schöne Sachen dabei. Drei Amethyste, geil. Geil, das gibt nämlich Money, Money, Money. Money. Ich speichere lieber mal, man weiß ja nie. Auf Skelette. Jo, die haben wir exterminiert, so wie es sein muss. Oh, oh, oh. Wer ist da? Hört sich nach Gargoyle an. Ein Gargoyle. Gargoyle, wo bist du? Okay, geh du mal vor. Ah, da oben schießt noch einer auf mich, da schießt einer. Kann ich ihn da hochcasten? Ja, das ist oben, der Atronach ist jetzt oben, der räumt Darwin auf und wir machen da unten sauber, dann passt es ja. Da gehen wir einfach mal da lang. Da geht's ja auch schon hoch. Ich war sicher, ich hätte irgendwas gehört. Ja, und ich habe einen Pfeil im Knie. Eine Laute. Wer ist da? Oh, neue Stufe. Wer ist da? Ja, es sind irgendwo noch Gegner. Wo müssen wir eigentlich hin? Da lang. Okay, da müssen wir glaube ich hin. Ich schaue erstmal nach dem Stufenaufstieg.
Was nehmen wir denn? Gesundheit, Magiker. Nehmen wir mal Gesundheit. Ja, ich bin mir sicher, sehr sicher. Zerstörung mal 50. Mal sehen. Bei Feuerschaden fliehst sie, wenn seine Gesundheit niedrig ist. Ja. Kann ja nichts schaden. Und mein Handlanger ist wieder ganz woanders, na super. Hallo? Ist jemand da nicht hergekommen? Genau, da waren wir doch schon. Genau, jetzt müssen wir irgendwie da lang. Da lang. Da geht's doch nicht lang. Da ist eine Tür, die kann man aufschließen. Adept. Könnte ich schaffen. Glück habe ich noch 52 Dietriche. Oh, Katzentrick. Geh auf, geh auf. Das Eisen 200 der Schwächung verursacht 10 Punkte magischer Schaden. Puh, ja, nehmen wir halt mal mit. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hin? Ja, da sind wir ja wieder hergekommen. Ah, da geht's hoch. Ne, da waren wir doch auch schon. Ah ja, ah, da geht's weiter. Naja. Das ist natürlich gar nicht verdächtig. Gar nicht. Sollen wir das sich ausplündern? Jawohl, Granatstein, Mondsteinerz, Rubin. Das hätten wir geschafft. Also langsam ist langweilig. Immer dasselbe hier. Jetzt leg dich einfach mal hin und sei still. Ich mach das schon, du verbrennst gleich und dann, ja. Auf, Leute, immer vorwärts, rückwärts nimmer. Immer vorwärts. Zauberbuch Leichnam wiederbeleben, ne, brauche ich nicht. Wer ist da? Ich bin da, wer sonst?
Oh, da hinten ist noch einer. Okay, da war einer. Jetzt ist da keiner mehr. Nur noch meiner einer. So. Ich laufe einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass ich irgendwie irgendwo ankomme, wo ich hin muss. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ja, ich auch. Komm mal bitte mit. Auf, geh vor. Geh halt. Ja, dann geh halt. Geh halt vorwärts. Ein Blöd. Ein Gegengift. Ja, nehme ich einfach mal mit. Oh, drei Stück auf einmal, oh, sag mal. Wo geht's zurück? Wo geht's zurück? Ich muss zurück. Taktischer Rückzug. Ach, geh mir aus dem Weg, Weibsbild. Da ist doch noch einer. Ne, der ist schon tot. Okay. Granatstein. Noch mehr schöne Steine. Okay, der hängt irgendwie in der Wand. Den kann ich wohl nicht looten. Naja. Naja, ich habe eh bald schon 10.000 Gold. Von daher. Oh oh, das sieht wieder gefährlich aus hier. Hallo? Können wir jetzt mal schlafen? Nicht, dass wir schon ganz oben. Oh, wir können tatsächlich schlafen. Dann schlafen wir mal in einem Sarg. Ist hier noch eine Art Geheimgang. Oh, ein Silberschwert und eine Vampirrüstung. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Vielleicht wie die das ja. Bekleidung, Vampirrüstung geben. Sieht aus, als sei meine Mutter gewitzter gewesen, als ich dachte. Ich frage mich, was sie versteckt hat. Das muss man meiner Mutter lassen. Schlauer, als ich dachte. Aber nicht so schlau wie ich. Okay. Ich habe jetzt die Kerze ganz spontan gedreht, keine Ahnung wieso. Einfach so ein Reflex. Man dreht halt einfach mal an der Kerze rum. Die Betthöhle. Uiuiui. Auf, auf, nicht zu schüchtern. Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Ja, ich guck doch. Und was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Ja, und wonach suchen wir genau? Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte.
Vielleicht könnt ihr es finden. Okay, da müssen wir also ein kleines Tagebuch suchen. Tagebuch, wo bist du? Vielleicht ist es ja Des Valerics Tagebuch. Hakons Kurzsichtigkeit ergibt sich zu seinem ersten Problem. Ich habe ihn immer wieder gewarnt, dass seine alberne Prophezeiung viel zu oft viel Aufmerksamkeit auf uns lenkt. Und jedoch weigert er sich, mich auch nur eine Sekunde zuzuhören. Bla 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 bla, go 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 go, ich bin nur ein Weib. In seinen Augen scheine ich mich vor seiner Ehefrau zu einem Ärgernis entwickelt zu haben. Tja, das kennen wir doch alles irgendwoher. Während er seinem irrwitzigen Feldzug nachgeht, finde ich nur noch in meiner Arbeit Trost. Keiner hat mich lieb. Wäh, wäh, wäh. Mir ist heute ein Durchbruch gelungen. Ich konnte das Portalgefäß mit Hilfe einiger wenigen Zutaten auf das Seelengrab einstimmen. Das Portal öffnete sich zwar nur für ein paar Sekunden, doch ich glaube, dass es mit der richtigen Formel möglich sein muss, es auf unbegrenzte Dauer zu öffnen. Ich habe das Gefühl, als fehle mir noch eine wichtige Zutat. Etwas so starkes, dass es den Kräften widerstehen kann, die mein Eindringen zu verhindern suchen. Die Zwischensprache mit dem vollkommenen Meistern hat sich als nutzlos erwiesen. Sie sprechen in Rätseln und helfen mir in keiner Weise weiter, ob ich ihn nun regelmäßig sehen zuführe oder nicht. Wenn ich Harkons Umklammerung entdringen will, muss ich das Portal lange genug öffnen, um von hier zu verschwinden, bis in alle Ewigkeit, wenn es sein muss. Ich habe es geschafft. Nach tausenden Zutaten verschwendeter Goldmünzen habe ich einen Weg gefunden, das Portal lange genug aufrechtzuerhalten. Zu meinem eigenen Schutz führe ich die Zutaten unten ohne Mengenangaben auf. Als zweite Sicherheitsmaßnahme integriere ich mein eigenes Blut in die Formel. Das soll verhindern, dass jemand sie kopiert und mir ins Seelengrab folgt. Die Formel enthält folgende Zutaten. Feingemahlenes Knochenmehl, grandiges Salz der Leere, Seelensplitter. Übrige Zutaten müssen im richtigen Mengeverhältnis in das Portalgefäß mit Silberstreifen gegeben werden. Dann muss man nur noch Blut als Wirkstoff hinzugefügt werden. Nachdem ich meine Sachen zusammengepackt habe, werde ich morgen ins Seelengrab reisen, wo ich womöglich ein sehr langes Exil andrehen werde. Viel wichtiger ist, dass ich meine Pläne für Serena in die Tat umsetzen werde und sie bald wie möglich in die Trübhöhlengruft bringen kann. Dann sprechen wir mal mit der Serena. Hattet ihr schon Glück? Ja. Ach ja, lasst sie mich sehen. Was ist dieses Seelengrab, von dem sie spricht? Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Warum macht sie sich Gedanken darüber, wohin die Seelen gehen? Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Wenn sie es bis dorthin geschafft hat, werden wir sie finden, genau. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Ach nee. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Und was brauchen wir? Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. What's going on? Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Ja, dann nehmen wir halt einfach dein Blut. Nicht schlecht, aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Genau, nie die Ströme kreuzen. Genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Okay, Salzknochenmehl, Seelensplitter. Okay, Salzknochenmehl, Seelensplitter, Salzknochenmehl, Seelensplitter. Salzknochenmehl, Seelensplitter. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Okay, Seelensplitter haben wir schon mal.
Einfach mal alles mitnehmen. Habt ihr Mühe, diese Zutaten? Salz und Knochenmehl brauchen wir noch. Salz. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Salz, Knochenmehl. Salz und Knochenmehl brauchen wir noch. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Salz und Knochenmehl. Ach, wo ist denn das? Ich glaube, da ist, glaube ich, noch was. Drachenknochen. Knochenmehl. Das ist das Falsche. Okay, jetzt brauchen wir noch Salz. Salz, I need Salz. I need doch Salz, gib mir noch Salz. Goldstücke nehme ich auch. Da muss doch. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Da muss doch irgendwo Salz sein. Das war irgendwo hier oben. Ah, da genau.